Na, der hat Informationen. Komm mal her hier. Informationen kann ich immer brauchen. Gib mir mal Informationen, am besten über ihn hier, damit wir über ihn... Boah! Boah! Was für ein Tier! Und gegen den hetzen wir unseren Hauptmann, unseren schwächlichen Hauptmann. Das ist natürlich krass. Das ist natürlich eine krasse Fehlentscheidung. Höchstwahrscheinlich wird unser Hauptmann den Kürzeren ziehen, wenn wir da nicht richtig gut aufpassen. Der Hauptmann... Ja, es ist ein Hauptmann, ich fasse es nicht. Coole Sache, den übernehme ich gleich mal. Skok, der Verderber, den übernehmen wir. Der kann auch Häuptling werden, wenn er Lust hat. Bin ich voll auf seiner Seite. Oh Mann, vergiftet tut er mich auch noch hier. Du bist ja ein krasser Hauptmann. Komm mal her jetzt hier. Hauptsache, ich töte ihn nicht. So, komm mal her. Er flüchtet. Ich fasse es nicht. Nächstes Mal töte ich dich, Abschaum. Es gibt kein nächstes Mal. Du wirst Häuptling. Na, das sollte dich eigentlich freuen, oder? Er ist immun gegen Fernkampf. Ich fasse es nicht. Scheiße. Jetzt entkommt er mir auch noch. Komm schon. Er darf nicht entkommen. Er darf nicht entkommen. Er darf nicht entkommen. Das ist doch bescheuert, dass der immun gegen Fernkampf ist. Dann kann ich ihn ja gar nicht aufhalten. Jetzt habe ich ihn. Jawohl. Erstmal Brandmarken hier. Sehr schön. Weg mit dir. Zieh Leine, du Arsch. Hauptsache, du gehst nicht sterben, okay? Kollege. So. Hallo. Papa ist zu Hause. Komm mal her, du hast doch sicher Informationen, oder? Gib mir deine Infos. Ich brauche immer noch mehr Infos über die Hauptmänner. Nicht, dass ich da unseren neuen... Wow, der ist in der dritten Reihe, den Hauptmann, den wir gerade übernommen haben. Das ist ein Elite-Hauptmann, das ist nicht schlecht. So, du hast keine Infos über diese Typen, das ist schade. Ronk aus der Grube, oh, der sieht ja auch bitter aus. Übelst. Ein muskelbepacktes Tier ist das, du. Krank. So, auf die Fresse. Fuck, yeah. Wo ist denn unser... Fuck. Hier ist unser Typ. Ich habe aus Versehen die Markierung weggemacht. Aber da ist er schon wieder. Ist doch gar kein Thema, ist doch gar kein Thema. Entspannt euch, Leute. Brumm, brumm, brumm. So, da ist ein grüner Pilz. Den sammeln wir noch auf. Dann haben wir die nächste Überlebensherausforderung endlich abgeschlossen. Die schleppe ich schon ewig mit mir rum. Ja, du. Mit diesem traurigen, armseligen Blick in deinen Augen. Lass mal bitte die Leute in Ruhe, ja? Du belästigst sie bloß. Das ist ziemlich unhöflich, was du da machst. Ich stehe in deiner Schuld. Ja, allerdings tust du das. Allerdings. So. Ja, mit den Pilzen. Zack. Ich habe es Höhlen zu betreten. Man hat kaum genug Platz, seine Axt zu schwingen. Das macht so Laune, die Leute hier abzuschlachten. So. Da hat noch einer Informationen. Ich werde die Typen hier alle übernehmen. Komm mal her hier. Der Sklave läuft davon. Ihr seid alle perfekt. Für meine Armee. Hey. Ich schätze, der Mörder ist weg. Ja, der Mörder ist weg. Ehrlich gesagt, bist du der Mörder. So, Moment, den Schmiedeturm holen wir uns noch. Und dann übernehmen wir den anderen noch. Damit unser Skok oder wie er heißt, eine tolle Armee hat. Oh, fuck. Unser Ork wird getötet. Shit. Ich muss ihm helfen. Die Fresse. Das hat er gerade noch überlebt. Oh, fuck. Jetzt kann ich ihn nicht übernehmen. Ja, Gott. So ein Scheiß aber auch.
dann richten wir ihn halt hin. Mein Gott, was soll der Geiz? Was soll der Geiz, ne? So. Oh, Heidewitzka, ich muss das ganze Kraut hier einsammeln. Da von dem Blauen brauchen wir 7 Stück. 7 Stück brauchen wir davon. Das ist heftig. Wo ist denn das andere? Hallo. Geh doch bitte runter. Oh Mann. Teilweise echt eine hakelige Steuerung. Du hast den Waldläufer nicht getötet. Der Waldläufer, der läuft hier noch ganz munter durch den Wald. Du Lügner. So. Oh Gott, mach es doch bitte. Bats. Sehr schön. Jetzt kann es losgehen. Geheimnisse, die nur meine Augen sehen. So, meine Freunde der Nacht. Hoch geht's. Helfen wir mal unserem Hauptmann. Der ist ja total auf Fernkampf. Uruks müssen sich, ja, unter ihresgleichen beweisen. Wissen wir schon, auf geht er. Mr. Oberhauptmann. Was macht er denn jetzt? Er soll den Karagor töten, oder was? Ich hab noch nie einen Karagor von innen gesehen. Mach ihn los! Na, ich werde dir auf jeden Fall helfen, Kollege. Brauchst dir nichts denken. Oh man, fuck, ich habe den Hauptmann getroffen. Das ist schlecht. Oh man, fuck, mein Hauptmann stirbt hier. Nee, passt, er hat's gepackt. Sehr gut. Ist doch gar kein Thema hier. Zum Leibwächter befördert. Perfekt. Okay, zeig mir mal den Kampfbericht. Jawohl, er steht zwar immer noch in der ersten Reihe, aber das macht nichts. Er ist jetzt schon mal Leibwächter. Damit können wir einiges anfangen. So. Jetzt soll er herkommen. Warte doch mal bitte. Oh, das sind Gegner. Das sind Gegner, die zwei. Ach, das ist eine Verschwendung meines Talents. Allerdings. So, ihr könnt euch dem Hauptmann anschließen, wenn ihr wollt. Bleib mal hier bitte. Ich gebe dir nämlich noch ein Command. Ich will dir noch ein Command geben. Befehligen. Du kannst ihm befehlen, einen beliebigen Hauptmann zu ermorden, einschließlich seines Herrn, oder ihn als Leibwächter eines anderen Häuptlings einschleusen. Nein, du willst doch sicher Häuptling werden, oder? Initiierung. Oder willst du Leibwächter von meinem Häuptling werden? Ich weiß es nicht. Nee, oder? Willst du nicht? Willst du nicht? Du willst den töten. Das willst du. So. Wow, ist das ein dicker Hund. Sog der Stämmige. Markieren wir ihn. Neues Ziel. Den werden wir platt machen. Jawohl. Sieh zu, dass du lang gewinnst, du Saftsack. Oh, das ist ein Gegner. Schnauze. Halt, da muss noch irgendwo einer sein. Du bist ein Gegner, oder? Komm mal her jetzt hier. Du hast sicher Informationen für mich. Oh, das sind Ghule. Macht nichts. Da kümmern sich meine Leute schon drum. Hast du Informationen über... Über wen will ich denn Informationen haben? Wie wär's mit ihm? Gimob Karagor-Zähmer. Oh, das ist auch ein Fettsack. Aber der ist nicht so cool. Töten wir ihn. So. Sehr schön. Danke. Oh, kein Thema, du. Immer wieder gerne. Immer wieder gerne. Gib mir mal bitte... Was passiert denn hier? Was machst denn du mit den armen Leuten? Hör doch mal auf, die Sklaven zu fressen. Was ist denn los mit dir? So eine Frechheit aber auch. Wo ist denn das... Das Zeichen... Das ist über uns. Sehr schön. Oh Mann. Was macht er denn? Teilweise sieht es echt komisch aus, was er da veranstaltet. Dankeschön. So. 10 Stück brauchen wir noch. Na, das geht doch ordentlich schnell voran. Ich mag es, hier mal nach unten.
So, jetzt gucken wir mal unsere Runen an. Moment, aber erstmal kaufen wir Verbesserungen. Oh, wir können uns einiges jetzt kaufen. Klingemeister, reduziert die Trefferserienschwelle für Hinrichtung, Geisterblitzkampf. Ja, das nehmen wir sofort. Von 8 auf 5. Nach 5 Treffern, nach einer 5er-Kombo können wir die hinrichten. Perfekt. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. So, Widerstandskraft, die Fähigkeit, einen Schlag einzustecken, ohne dass die Trefferserie zurückgesetzt wird. Oh mein Gott, ist das geil. Sofort kaufen. Todesdrohung. Sprich bei einem Verhör eine Todesdrohung gegen einen Hauptmann aus. Durch Todesdrohung erhältst du epische Runen von Häuptlingen. Außerdem erhöhen sie die Wahrscheinlichkeit, um 30% von Hauptmännern epische Runen zu erhalten. Dein Ziel erlangt Macht und wird Gefolgsleute um sich scharen. Okay. Ich habe bloß noch 2 Fähigkeitspunkte, also das ist jetzt nicht so interessant. Brandpfeile. Wenn deine Trefferserie aufgeladen ist, kannst du einen Brandpfeil verschießen. Verursachen heftigen Schaden. Nach 8 Treffern, nach einer 8er-Kombo kann ich einen Brandpfeil zünden. Ah, das werde ich wahrscheinlich nicht benutzen. Verbessert Geisterbetäubung. B drücken, sodass alle Gegner in einem kegelförmigen Bereich um dein Ziel getroffen werden. Das ist auch verdammt geil. Das ist richtig geil. Was haben wir hier? Geister-Todesstoß. Opfer von Aufzehrung Klingel. Explodieren. Kampfaufzehrung. Ne, brauchen wir nicht. Okay, dann nehmen wir das... die Todesdrohung, würde ich sagen. Oder den Schulterstoß. Den benutze ich nämlich auch in letzter Zeit ein paar Mal. Huh. Wir nehmen Todesdrohung. So. Sehr schön. Attribute. Mehr Gesundheit. Ist immer geil. Oder mehr Runen einsetzen. Was ist das? Urfaels Sturm. Lade diese Fähigkeit mit Nahkampftötung auf. Drücke linken und rechten Stick, um 20 Sekunden lang unbegrenzte Hinrichtungen zu ermöglichen. What the fuck? Das kaufen wir. Ist das heftig geil. Ja, heftig. 20 Sekunden lang kann ich jeden mit One-Hit töten. Das ist verdammt cool. Das ist richtig cool. So. Wir wollten noch die Runen abchecken, aber ich glaube, da haben wir nicht wirklich was. Was ist das? Chance von 79% die Gesundheit vollständig zu regenerieren, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Das nehmen wir. Das nehmen wir. Und zwar tauschen wir das gegen keinen Schmerz aus. Achso, ich habe ja noch einen Platz. Ich kann ja beides nehmen. Perfekt. Perfekt. So, was haben wir hier? Chance von 34% bei jeder Aufzählung oder Brand. Nee. Tschüssikowski wird umgewandelt. Das haben wir nämlich schon. Scharfes Auge bei Schleichtötungen mit dem Bogen werden 32% Fokus wiederhergestellt. Das ist gut. Das ist verdammt gut. Das setzen wir ein für das hier. Obwohl, was ist das andere? Stellt bei jedem Schattenangriff 33% Fokus wieder her. Nein, brauchen wir nicht. Alles klar. Die anderen wandle ich um. Für den Dolch haben wir da was Neues. Jawohl, da gibt es auch was Neues. Chance von 61%, 25 Gesundheit zu regenerieren, wenn ein Kopf zum Platzen gebracht wird. Ah, das ist sehr selten, dass Köpfe platzen bei mir. Stellt bei jeder abgeschlossenen Aufzehrung unter Brandmarkung 23% Gesundheit wieder her. Das ist nicht schlecht. Aber ne, ich brauche das eigentlich gar nicht. Denn wenn ich Aufzehrung benutze oder Brandmarkung, dann ist der Kampf eigentlich schon vorbei und dann brauche ich keine Heilung mehr. So. Ja. Dann war es das erstmal wieder von mir und Let's Play Mittelerde Mordor Schatten. Wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann.